Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schlachtkommentar. Diesmal zu Shogun 2 ohne Fall of the Samurai. Wir spielen auf der Map Usake-Fluss. Nein, Usaka-Ebene. Genau, so nennt sich die Map. Und mittleres Budget. Ich habe hier meinen Avatar dabei. Biral-san. Auch wenn hier der falsche Avatar ist, denn das ist mein Fall of the Samurai Avatar, den ihr hier seht. Dann kommen wir gleich mal zur Armeevorstellung. Hier haben wir dreimal Yari-Kavallerie. Dann habe ich zweimal Bogen-Samurai und zweimal Yari. Bogen-Ashigaru, sorry. Zweimal Yari. Yari-Ashigaru mit jeweils zwei Ringen. Nein, drei und zwei. Dann noch viermal Katana in Samurai und mein Gegner benutzt einmal, zweimal, dreimal Bogenschützen, aber im Laufe des Gefechts werden dann hier aus dem Wald noch mehr Truppen rausrennen. Glaube ich, viermal leichte Kavallerie, genau. Ein General logischerweise. Yari Samurai hat er, glaube ich, zwei Trupps dabei und glaube ich, zwei Trupps Katana Samurai, wenn ich mich recht entsinne, und dann kommen halt noch Truppen aus dem Wald. Ich lasse jetzt das Gefecht erstmal starten. Und ich und mein Gegner bewegen uns erstmal fort und ich versuche mich hier mal so ein bisschen hier aufzustellen, um das eine Gebäude hier zu sichern und dann vielleicht den Gegner auch ein bisschen einkreisen zu können. Ich bewege jetzt halt meine Bogenschützen hier so hin. Yari Samurai hier. Yari Ashigaru hier und hier, um den Feind abzudecken, also um die Bogenschützen gegen Kavallerie oder feindliche Infanterie zu schützen. Und die Katama Samurai hier hinten, um dann den Ansturmbonus oder den Feind zu umkreisen zu können. Der General wird logischerweise mitgezogen und die Kavallerie lauert hier vorerst mal noch. Während der Feind mit seinem Avatar und der leichten Kavallerie oder einer Einheit leichter Kavallerie sofort vorrennt, um hier auf die andere Seite zu kommen, ziehe ich hier meine gesamte Kavallerie auf die linke Flanke. Wenn sich der Feind hier auf die mittlere Insel, oder besser gesagt hier im Fluss postiert, hier, wo ich das gerade anzeige, und ja, nein, einschalten, sorry, und er kommt jetzt halt mit der gesamten Armee hier hingelaufen. Ihr seht jetzt, es sind fünfmal Bogen Ashigaru, glaube ich. Nein, eins, zwei, dreimal Bogen Samurai und dreimal Bogen Ashigaru. Dann einmal Katana Samurai, dreimal Katana Samurai, viermal Yari Samurai. Hier nochmal zweimal leichte Kavallerie und da drüben General und leichte Kavallerie. Das Gefecht zwischen den Bogenschützen beginnt schon mal. Hier meine Bogen Samurai öffnen das Feuer schon eben so meine Bogen Ashigaru, die hier direkt von Katana Samurai angegriffen werden. Ich bleib mal noch bei meiner Formation. Ich ziehe jetzt hier noch die Yari-Miliz ein bisschen, also die Yari-Ashigaru hier ein bisschen raus und greife den Feind hier an, also seinen General und die eine Einheit leichte Kavallerie. Hier ziehe ich nun meine Yari-Ashigaru hervor und formiere sie auch sogleich in eine Yari-Wand, was extrem vorteilhaft ist, wenn man angegriffen wird. Doch wenn die Yari-Wand ein bisschen spät kommt, jetzt wird sie gebildet. Aber es reicht noch, um sie zu bilden. Der Feind prallt hier an die Yari-Wand. Und ich formiere mich ebenfalls hier und ziehe die Katana-Infanterie-Samurai auf die linke Flanke, wenn ich hier mit einem Trupp diesen Nahkampf unterstütze. Das ist halt der Vorteil mit der Katana-Samurai. Kann ich jetzt hier den Nahkampf angreifen, wenn die Katana-Samurai halt besser im Nahkampf sind als andere Infanterie. Oder prädestinierter dazu. Ich kann mich hier formieren mit meiner Katana-Samurai in der Mitte. Wenn hier meine Yari fliehen, also meine Ashigaru, aber das ist nicht so schlimm, denn dies sind eigentlich nur so Milizen, Meat Shield, also nicht essentiell. Wenn ich hier mit meiner Katana Samurai eine Katana Samurai Einheit angreife und den Feind und seine leichte Kavallerie in die Flucht geschlagen habe, wo ich ebenfalls hier nochmal die Yari Wand bilde oder formiere, um den Feind diesmal mit geballter Yari-Wand entgegenzutreten, kommt hier die leichte Kavallerie meines Feindes, die ich natürlich sofort mit meiner besseren Yari-Kavallerie angreifen kann. Hier kann ich nun diese zwei Einheiten mit einer Einheit Miliz bilden, also
binden, also Yari Yashigaru, wenn ich hier im Zentrum den Kampf für mich entscheiden kann mit meinem General und meiner Katanas und meinen Katana-Samurai. Obwohl die hier ziemlich zusammengeschossen werden, also das ist halt natürlich nicht so lustig. Kann ich hier auch mit meiner Kavallerie den Feind verfolgen und seine leichte Kavallerie im Nahkampf fertig machen, weil Yari Kavallerie ist einfach 100-mal besser wie leichte Kavallerie, wenn es um Nahkampf gegen Kavallerie geht. Hier hinten halten meine Yari Yashigaru immer noch aus, bringen sogar den Feind zum Wanken. Wenn ich hier die Yari Samurai mit 3 Einheiten Katana Samurai binden kann und somit vernichten, ebenso hier. Also eigentlich lohnt es sich immer so ein, zwei Truppen Leads mitzunehmen und einfach feindliche Truppen zu binden und aufzuhalten. Um an anderen Fronten Gewicht draufzulegen. So wie ich hier jetzt die Mitte für mich entschieden haben, während ihr 2 Einheiten Yari Samurai für eine Einheit Yari Yashigaru benutzt hat. Kann ich nun mit meiner vollen Kraft an Katana Samurai dann gleich die Yari Samurai hier chargen, die einfach im Nahkampf abwehr zwar besser sind, aber im Nahkampf können sie einfach nicht mithalten mit Katana Samurai. Und jetzt werde ich dann gleich auch noch, um die numerische Überzahl zu erlangen, die Bogensamurai reinziehen, weil das bringt mir nichts, wenn ich da noch reinballer. Kann ich nun auch mit meiner Kavallerie hier die Bogenschützen vertreiben. Hier fliehen die Yari-Samurai und jetzt wird die Schlacht auch schon bald fertig sein, da die Bogenschützen einfach vor dem Anblick meiner Kavallerie fliehen. Ja, hier ist fertig. Die Bogenschützen sind einfach geflohen, weil es hat halt keinen Sinn mehr. Das war zwar ein kurzer Schlachtkommentar und die Schlacht war jetzt auch nicht so die beste Schlacht aller Zeiten, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und merkt euch das. Benutzt immer nur ein, zwei Truppen Leads, um Einheiten zu binden. Das ist wirklich eine gute Taktik, um an anderen Fronten zu gewinnen. Dann sage ich jetzt, schau bis zum nächsten Mal zu einem weiteren Total War Schlachtkommentar mit mir, dem Mr. Viral. Ciao, Leute!